Hallo, ich bin Jonas und ich habe für euch die 10 besten Serien der letzten 10 Jahre rausgesucht. Das heißt, was vor 2013 lief, fällt leider raus. Das ist übrigens eine komplett persönliche Liste von mir und fast alle Serien sind für mich eine 10 von 10. Aber reden wir nicht lange um den heißen Brei und starten rein. Wir haben es ja schon oft erwähnt, aber es ist einfach Fakt. Die 8. Staffel von Game of Thrones hat uns enttäuscht und mich hat sie stellenweise auch richtig sauer gemacht. Das sollte das Ende einer so großartigen Serie sein, die vor allem in den ersten Staffeln mit zum Besten gehört, was Fernsehen überhaupt zu bieten hat. Game of Thrones werdet ihr deswegen nicht auf dieser Liste finden. Sorry. Zum Glück hat HBO 2022 der Welt von Eis und Feuer mit House of the Dragon neues Leben eingehaucht. Und somit kommen wir zum 10. Platz. Die Serie spielt rund 200 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones und zeigt die glorreichen Tage des Hauses Targaryen. Frieden und Wohlstand herrschen in Westeros, doch eine Tragödie bringt das Haus des Drachen ins Wanken. House of the Dragon hat mit einem Paukenschlag meine Liebe für die Welt von Eis und Feuer neu entfacht und alleine dafür gehört diese Serie schon auf diese Liste. Es tut mir leid, aber es ist absurd, wie sehr die Serie für mich geschrieben wurde. Die meisten von euch werden mir aber auch nicht böse sein, denn was alles passiert und in den 10 Episoden erzählt wird, würden manche Serien nicht mal in 3 Staffeln erzählt bekommen. Auch wenn die Showrunner teilweise ein bisschen zu doll aufs Gaspedal gedrückt haben. Abseits davon sieht House of the Dragon einfach großartig aus. Die Kostüme, Setpieces, Kameraarbeit, Requisiten, einfach alles ist das Feinste vom Feinsten. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen erst. Bis auf wenige Ausnahmen merkt man, wie viel Herzblut und Leben in diese Figuren geflossen sind. Matt Smith, Emma Darcy und Paddy Considine, alle großartig. Wenn ihr mehr zur Serie hören wollt, schaut am besten in unsere Folgenbesprechung rein. Ich liebe Sci-Fi. Ob episch wie in Dune, düster wie in Blade Runner 2049 oder schräg wie in Per Anhalter durch die Galaxis. Eine Sci-Fi-Serie, die es mir in den letzten Jahren so richtig angetan hat, ist mein Platz Nummer 9, The Expanse. Und das, obwohl ich erst eingestiegen bin, als die 2. Staffel schon lange veröffentlicht war. Dann war es aber um mich geschehen. Ich habe alle Bücher in kürzester Zeit verschlungen und sehnsüchtig gewartet, bis die 9 erschienen sind. Die insgesamt 6 Staffeln der Serie basieren nämlich auf einer 9-teiligen Buchreihe der Autoren Ty Frank und Daniel Abrams. Und die Romane haben es richtig in sich. The Expanse spielt um die 300 Jahre in unserer Zukunft. Das Sonnensystem wurde teilweise besiedelt, doch unter der Oberfläche schwelt ein Konflikt. 3 Fraktionen ringen um die Vorherrschaft. Die alteingesessenen Vereinten Nationen auf der Erde, die Mars-Republik mit ihrem fortschrittlichen Militär und die OPA, die Outer Planets Alliance, ein loser Zusammenschluss aus unterschiedlichen Gruppen, die auf dem Asteroidengürtel zu Hause sind. The Expanse hat ein unglaubliches Worldbuilding und entwickelt ein super stimmiges und realistisches Universum, was ständig erweitert wird. Das fängt schon bei der veränderten Physiologie der Belta, also der Menschen an, die im Asteroidengürtel leben. Die haben lange und drahtige Gliedmaßen und sind für das Leben in der Schwerelosigkeit geschaffen. Die Schwerkraft der Erde würde sie aber zerdrücken. Wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass ich gerne und oft in diese Welten abtauchen kann. Und das ist ein Grund, warum ich The Expanse so gut finde. Die Serie zeigt einfach Elemente, von denen ich noch nicht gewusst habe, dass ich sie in Sci-Fi gebraucht habe. Dazu kommt aber auch noch eine super spannende Handlung, die so geniale Wendungen und Entwicklungen hat, auch wenn vor allem die 4. Staffel den einen oder anderen Durchhänger hat. Und Action gibt es en masse, die so realistisch inszeniert wurde, dass mir immer wieder die Kinnlade runtergeklappt ist. Getragen wird das Ganze von der charismatischen Crew um James Holden, der ziemlich viel in dieser Welt zu tun hat. The Expanse bereichert Science-Fiction enorm und ich hoffe, dass es irgendwann noch eine 7. Staffel geben wird. Beltaloda! Videospielverfilmungen hatten es sehr, sehr lange Zeit nicht leicht. Der Großteil ist aber auch schlicht und ergreifend scheiße. Man hat dann das Gefühl, dass man als Videospielfan mit einem schnell zusammenproduzierten Cashgrab in die Kinos getrieben werden soll. In den letzten Jahren hat sich das Blatt aber auch ein bisschen gewendet. Arcane auf Netflix war eine saustarke Serie, der Super Mario Bros. Film konnte auch viele Leute überzeugen und auch Cyberpunk Edge Runners hat viele Fans. Klar, es gibt immer noch so durchwachsene Filme wie Uncharted, aber der Trend geht dann doch nach oben.
Eine Serie, die diesen Trend in nicht geahnte Höhen treibt, kam erst dieses Jahr raus und ist in meiner persönlichen Liste auf Platz 8 gelandet. The Last of Us. Die Serie spielt in einem postapokalyptischen Amerika, in der eine Pilzinfektion harmlose Menschen in gewalttätige Zombies verwandelt. Ja, offiziell sind es keine Zombies, sondern Infizierte, aber bitte, es sind dann doch schon irgendwie Zombies. In dieser lebensfeindlichen Welt muss unser Protagonist Joel die kleine Ellie quer durch die Vereinigten Staaten schleusen. The Last of Us ist dieses Jahr eingeschlagen wie eine Bombe. Und wer kann es verdenken? Die Serie hält sich an vielen Stellen extrem nah an dem Spiel. So nah, dass öfters Einstellungen 1:1 aus den Zwischensequenzen übernommen wurden. Die Videospiele gehören für mich und für viele andere zum Besten, was das Medium hervorgebracht hat. Absolute Meisterwerke, die extrem filmisch sind. Und deshalb funktioniert die Serie wohl auch grundlegend so gut. Die wahre Stärke bei The Last of Us liegt für mich aber vor allem in den Abschnitten, die sich von den Spielen entfernen. Die Stellen, die etwas anders machen oder auch etwas Neues hinzufügen. Gerade da kann die Serie so richtig glänzen. Glänzen tut auch der gesamte Cast, allen voran Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Die Chemie zwischen den beiden ist wie in den Spielen ein absoluter Genuss. Wo die beiden sich anfangs noch überhaupt nicht leiden können, schweißt die postapokalyptische Welt sie immer weiter zusammen. Und dieser Entwicklung zuzuschauen, ist so spannend, dass es mich auch gar nicht so gestört hat, dass es im Vergleich zu den Spielen relativ wenige Infizierte, Zombies gibt. Bei The Last of Us hatte ich endlich mal das Gefühl, dass Cast und Crew das Herz der Spiele verstanden haben und es geschafft haben, das auf den Bildschirm zu transportieren. The Last of Us ist eine mehr als würdige Videospielumsetzung, auf deren zweite Staffel ich mich mega freue. Auf dem 7. Platz meiner Liste kommt heute zum ersten Mal eine Anthologieserie, also eine Serie, die innerhalb der Staffeln eine abgeschlossene Handlung erzählt. Ich liebe Anthologieserien, weil man mit jeder neuen Staffel oder jeder neuen Folge ein Überraschungsbonbon bekommt. Das kann natürlich auch schiefgehen und einzelne Staffeln einer Serie können den Gesamteindruck verschlechtern. Fargo konnte aber fast in jeder der 4 Staffeln überzeugen. In der Serie geht es im Prinzip immer um eine verschlafene Kleinstadt mit außergewöhnlichen, skurrilen Figuren, die von einer absurden Situation in die nächste stolpern. Und am Ende eskaliert alles in extremer Gewalt und Brutalität und in vielen toten Leuten. Im Prinzip also wie im fantastischen Film Fargo von 1996, auf dem die Serie basiert. Die 4 Staffeln von Fargo schaffen es, den Geist des Films in Serienlänge zu packen und alleine das ist schon eine Meisterleistung. Hinzu kommt, dass die Serie so unberechenbar, so überraschend und fernab anderer Krimiserien bleibt, dass man zu keinem Zeitpunkt weiß, wohin es als nächstes geht. Die 2. Staffel mit Ewan McGregor in einer Doppelrolle und die 3. Staffel mit Harry Potter-Star David Thewlis als einem der meiner Meinung nach besten Bösewicht überhaupt mit diesen super ekligen Zähnen waren großartig. Mit der letzten Staffel hatte ich meine Probleme, aber vor allem die 1. Staffel mit Billy Bob Thornton als skrupellosem Killer und Martin Freeman als langweiligem, rückgratlosen Versicherungsvertreter war ein Genuss und gehört auf jeden Fall auf diese Liste. Auf dem 6. Platz ist eine Serie, die einen Fall behandelt, der in den USA Ende der 80er für eine riesige Rassismusdebatte gesorgt hat. Das Vorgehen von Polizei, Justiz und das Verhalten einiger Medien wurden massiv angeprangert. Ich spreche natürlich von When They See Us. In der Netflix-Serie geht es um die Central Park 5. Das waren 5 jugendliche Schwarze und Latinos, denen ein unfassbar grausames Verbrechen vorgeworfen wurde. Die Vergewaltigung und schwere Körperverletzung an einer jungen Joggerin im Central Park. Die 5 Jugendlichen wurden von der Polizei so in die Mangel genommen, dass sie Geständnisse ablegten. Anschließend wurden die Central Park 5 verurteilt und das ohne stichhaltige Beweise. When They See Us ist erschütternd und hat mich stellenweise richtig wütend gemacht. Die Serie schafft es, einen betroffen zu machen und das liegt vor allem an den Schauspielern der 5 Jungs. Ohne die hätte When They See Us ziemlich in die Hose gehen können. Zum Glück ist aber das Gegenteil der Fall. Gerade weil die Central Park 5 zum Großteil von Jugendlichen gespielt wurden, ist das ein Ritterschlag für die Serie. When They See Us ist mit 4 Folgen auch relativ kurzweilig und extrem dicht inszeniert. Es gibt weder Fillerfolgen noch unnötige Szenen. Weil das Ganze auf wahren Begebenheiten basiert, gibt das der Serie noch weitere Schlagkraft. Nun kommen wir schon in die Top 5 zu einer Serie, die es so richtig in sich hat.
The Haunting of Hill House hatte ich zuerst gar nicht auf dem Radar, weil mich der deutsche Titel Spuk in Hill House abgeschreckt hat. Darin geht es um die Familie Crane, die in den 80ern in ein Haus zieht, in dem es zu spuken scheint. Der Film wird aber zusätzlich auf einer weiteren Zeitebene in der Gegenwart erzählt. Eine Horrorserie also, könnte man denken? Ha, jein. Im Prinzip ist Spuk in Hill House ein Drama, in dem Horrorelemente eine wichtige Rolle spielen. Stellenweise ist die Serie auch verdammt gruselig. Der Horror wird aber hauptsächlich als Vehikel genutzt, um die Figuren und auch die Handlung weiterzubringen. Und apropos Figuren, die Serie schafft es, dass man mit jedem der Cranes mitfühlt, ob in der Vergangenheit oder der Gegenwart. Die Figuren leben förmlich und alle tragen ihre eigenen Päckchen mit sich rum und haben Stärken und Schwächen. Abseits davon ist das Drehbuch unglaublich toll und intelligent geschrieben. Immer wieder wird zwischen verschiedenen Zeit- und Traumebenen gewechselt. Dabei bekommen wir überraschende Wendungen, die einen ins Sofa krallen lassen. Gerade die 6. Episode ist Peak Fernsehunterhaltung. Spuk in Hill House ist fantastisch inszeniert und die Serie könnt ihr euch bei Netflix anschauen. Breaking Bad wird von vielen als eine der besten Serien aller Zeiten bezeichnet. Und ganz ehrlich, ich kann dem nur zustimmen. Blöd nur, dass die letzte Staffel 2013 lief und ich, wie anfangs erwähnt, in diesem Video wirklich eine harte Linie mit den Serien der letzten 10 Jahre ziehen will. Nicht so schlimm, denn eine Figur aus Breaking Bad wurde eine Serie spendiert, die ich sogar noch einen Ticken besser fand. Platz Nummer 4, das Spin-off Better Call Saul. In Better Call Saul geht es um Saul Goodman, den wir als schmierigen und zwielichtigen Anwalt aus Breaking Bad kennen. Die Serie geht aber noch einen Schritt weiter und zeigt andere wichtige Figuren wie Mike Ehrmantraut oder Gus Fring. Ganze 6 Staffeln hat Better Call Saul und die Handlung spielt vor Breaking Bad. Ich habe 7 Jahre gebraucht, um mit der Serie anzufangen, weil ich erst geglaubt habe, dass ein Prequel zu Breaking Bad nicht so wirklich spannend sein kann. Aber ich habe mich sowas von geschnitten. Alles, was die beiden Macher, Vince Gilligan und Peter Gould, bei der Hauptserie gelernt haben, konnten sie in Better Call Saul zur Perfektion bringen. Die Serie wirkt von vorne bis hinten durchdacht, das Schauspiel ist durch die Bank weg großartig, aber das richtige Highlight sind die Figuren. Klar, wir wissen, dass Saul Goodman nicht in der Serie sterben wird, aber Better Call Saul hat es geschafft, neue Figuren wie zum Beispiel Kim Wexler, Lalo Salamanca oder Howard Hamlin zu etablieren, bei denen man zu jeder Zeit mitfiebert. Außerdem gibt es ungeahnte Tiefe für bekannte Figuren wie Saul, Gus oder Mike. Für mich hat Breaking Bad gerade am Anfang ein paar Durchhänger, die Serie konnte aber mit unfassbaren Twists und Figurenentwicklungen trumpfen. Bei Better Call Saul fehlen anfangs diese Spitzen, dafür ist die Serie im Allgemeinen aber runder und unterhaltsamer. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich schauen soll. Mist, dann muss ich wohl Cinema Strikes Back abonnieren. Wie heißt nochmal dieser Regisseur von Jurassic Park und Hook? Mir fällt es einfach nicht ein. Ich abonniere besser Cinema Strikes Back. Hi, ich bin Marius Stolz. Wussten Sie eigentlich, dass Sie abonnieren können? YouTube sagt, das geht und ich sage, das auch. Ich glaube, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in dieser wundervollen Welt Cinema Strikes Back abonnieren und die Glocke aktivieren sollte. Dann verpassen Sie kein Video mehr in der großen Welt der Filme, Serien und Comics. Abonnieren Sie besser Cinema Strikes Back! In meinem Film- und Serientipp-Video von letzten Monat habe ich es schon einmal erwähnt. Ich liebe Alternativ-Weltgeschichte. Also so Gedankenexperimente, in denen die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewinnen oder die Sowjetunion zuerst auf dem Mond landen kann. Auf dem Siegertreppchen nimmt heute auch eine dieser Alternativ-Weltgeschichten Platz. Watchmen. In der Welt von Watchmen existieren in Amerika die Watchmen. Im Prinzip sind das so etwas wie Superhelden. Zudem gewinnen die Vereinigten Staaten den Vietnamkrieg durch das Eingreifen von Dr. Manhattan, einem dieser Watchmen. Die HBO-Serie erzählt aber nicht diese Geschichte, die auf dem legendären Comic von Alan Moore basiert. Die Watchmen, die Serie, stammt aus der Feder von Lost und The Leftovers Drehbuchautor Damon Lindelof. Watchmen spinnt die Geschichte weiter und bringt die Handlung in die Gegenwart. In der Serie verübt die rassistische Terrorgruppe 7. Kavallerie in Tulsa mehrere Morde an Mitgliedern der Polizei. Polizistinnen und Polizisten werden als Antwort daraufhin zu ihrem eigenen Schutz vermummt. Polizeichef Crawford und Ex-Ermittlerin Abar
tun sich zusammen, um einen weiteren mysteriösen Mordfall aufzuklären. Ich finde es super schwierig, über die Handlung von Watchmen zu sprechen, da so extrem viel passiert und die Geschichte teilweise so verworren ist und erst am Ende vollständig aufgelöst wird. Watchmen ist aber ein wahres Erlebnis. Es ist so eine dieser Serien, in denen wahnsinnig viel passiert und bei denen man am Ende denkt, boah, was habe ich da gerade alles erlebt? Die Serie hält eine Überraschung nach der nächsten parat und behandelt Themen wie Polizeigewalt, Rassismus und White Supremacy auf so eine clevere Art, dass mir regelmäßig die Spucke wegblieb. Für mich ist Watchmen eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und ich hätte niemals gedacht, dass man so einen übergroßen Comic wie Watchmen so befriedigend und eigenwillig fortsetzen kann. Einziges Manko, man sollte den Comic schon gelesen haben, weil die Serie stark darauf aufbaut und man sie dadurch erst so richtig genießen kann. Zu Beginn habe ich schon ein bisschen über Game of Thrones abgehatet und Silber geht in dieser Liste an eine Serie, die von manchen Leuten als Entschuldigung von HBO für Staffel 8 bezeichnet wurde. Tschernobyl. Wie der Name schon verrät, geht es in der fünfteiligen Miniserie um die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Die sowjetische Regierung versucht, den Unfall unter den Teppich zu kehren. Zwei Wissenschaftler, die von Jared Harris und Emily Watson gespielt werden, schlagen aber Alarm. Und so nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Kein Film und keine Serie hat es für mich so gut geschafft, die unsichtbaren Gefahren von Strahlung so sinnbildlich zu zeigen. Zum Beispiel, wenn ein Truck in Zeitlupe abgespritzt wird und das Wasser wie zähflüssiges Öl runterfließt. Oder wenn Kinder auf einer Brücke spielen und man Partikel durch die Luft schweben sieht. Untermalt wird das Ganze von einem fantastischen Sounddesign und der schwermütigen Musik, die mit Sounds aus einem, und das ist jetzt kein Witz, Atomkraftwerk aufgenommen wurden. Tschernobyl ist eins dieser Werke, was mich so richtig ehrfürchtig zurückgelassen hat. Ehrfürchtig vor den Menschen, die sich gegen Ignoranz durchgesetzt haben und so eine größere Katastrophe verhindern konnten. Die Serie ist definitiv harter Tobak und einer meiner absoluten Favorites überhaupt. Bevor wir zum ersten Platz kommen, gibt es natürlich noch ein paar Honorable Mentions, die es knapp nicht in die Liste geschafft haben. Und ganz ehrlich, ich habe mich schon lange nicht mehr so schwer getan wie mit diesem Ranking. Es tat mir teilweise körperlich weh, so eine großartige und ungewöhnliche Serie wie The Leftovers nicht reinpacken zu können. Oder die erste Staffel der Krimiserie Mindhunter auf Netflix. Oder die kleine, aber feine Little Fires Everywhere mit Reese Witherspoon. Was ist mit der fantastischen Western-Miniserie Godless mit einem der coolsten Bösewichte überhaupt? Oder Stranger Things, vor allem in Staffel 1 und 4. Die erste Staffel von Westworld gehört mit zum Besten, was ich je gesehen habe. Leider geht's danach bergab. Wie gut war denn bitte Mr. Robot und wie toll die Serie zu Ende geführt wurde? Unbelievable auf Netflix war für mich ein absoluter Geheimtipp, genauso Unorthodox, die dann zum Glück auch ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Ebenso Fleabag. The Handmaid's Tale fand ich wahnsinnig deprimierend, andererseits aber auch verdammt kraftvoll und faszinierend. Es gibt natürlich auch noch so witzige Serien wie It's Always Sunny in Philadelphia oder Silicon Valley, bei denen ich regelmäßig vor Lachen auf dem Boden gelegen habe. Mit Anime kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber Attack on Titan hat so verdammt geile Momente, die sich in mein Hirn gebrannt haben. Ruhigere Serien wie Severance waren auch top. Von Succession oder For All Mankind habe ich schon letzten Monat geschwärmt. Und Hits wie Squid Game oder Das Damengambit muss ich euch auch nicht mehr empfehlen. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es bitte in die Kommentare und packt gerne noch eure persönliche Top-Liste dazu. Und damit kommen wir zu Platz 1. Kennt ihr so Serien, die ihr schaut und ihr merkt, dass das, was da gerade auf dem Bildschirm flimmert, so besonders ist, so außergewöhnlich und euch irgendwas gibt, von dem ihr noch nicht wusstet, dass ihr es braucht? Mein erster Platz der besten Serien der letzten 10 Jahre war für mich am Anfang überhaupt nicht so. 3 geschlagene Folgen habe ich gebraucht, um so richtig in die erste Staffel von True Detective einzusteigen. Aber worum geht's? 2 Detectives werden auf einen Mordfall im ländlichen Louisiana angesetzt. Das Opfer? Eine Frau, deren Kopf mit einem Geweih versehen wurde. Die beiden Polizisten rutschen daraufhin immer weiter ab in eine Welt voller Drogen, Prostitution und Religion. Das klingt doch schon mal interessant. Aber ehrlich gesagt habe ich schon genug von diesem junge Frauen, Okkultismus, Mord und Totschlag Gedöns. Klar
ist die Serie mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey extrem gut besetzt und Weltklasse gespielt. Aber was bringt das, wenn die Story schon tausendmal gezeigt wurde? Die Story von True Detective ist aber so clever inszeniert, so perfekt verwoben und zusammengeführt, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte, weiterzuschauen. Wie die einzelnen Erzählstränge verstrickt wurden, erfährt man erst nach und nach. Es ist, als würde man ein Geschenk langsam, gemächlich und voller Vorfreude auspacken, weil man schon weiß, dass darin etwas steckt, auf das sich das Warten lohnt. Mit den ersten drei Folgen hatte die Serie seine Klauen langsam um mich gelegt, ohne dass ich es gemerkt hatte. Mit diesem Bild am Ende der dritten Folge wurde ich dann hoffnungslos in ihren Bann gezogen. Die Atmosphäre ist bedrückend, die Figuren vielschichtig und der Serie haftet etwas Nihilistisches und Hypnotisierendes an. Um mich war es geschehen und ich konnte nicht aufhören, die Serie bis zur letzten Sekunde auszukosten. Um 4 Uhr war ich dann fertig und 3 Stunden später musste ich dann aufstehen und arbeiten. Ich denke heute, fast 10 Jahre danach, immer noch an diese eine Nacht zurück. Diese eine Nacht, in der mir True Detective den Schlaf geraubt hat. Ich will euch den Schlaf mit weiteren Videos rauben. Schaut euch zum Beispiel Klauen statt Kaufen, Detektive im Baumarkt von Follow Me Reports an. Oder gönnt euch eines von unseren Videos, zum Beispiel Xenias Video zu Succession. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Jonas.